Die Zukunft wird verspielt ist eine Theater-Workshop-Reihe für Changemaker. Das heißt, wir bieten Menschen die Gelegenheit, anhand von Theatermethoden das Thema Nachhaltigkeit zu bewegen. Und wir bringen ihnen auch bei, wie sie das dann selber vermitteln, also quasi zum Facilitator werden können. Wir sind gerade an einem großen Bruch. Alle sprechen davon, dass wir eine große Transformation brauchen, eine Energiewende, eine Mobilitätswende, eine Ernährungswende. Dann findet das erstmal alles im Kopf statt. Die Frage ist ja aber, wie verändert sich gesellschaftlich wirklich was? Und das passiert einfach nicht nur im Kopf, sondern es passiert auch im Herzen und es passiert im Körper. Und da bietet Theater einfach ein wundervolles Potenzial, das zu greifen. Das Besondere für mich ist so die Stimmung. Man lebt richtig und ich habe das Gefühl, die größte Qualität hier ist, dass es auf so einer ganz ursprünglichen Ebene irgendwie arbeitet, so ganz an der Wurzel der Menschen irgendwie und so viel Rücksichtnahme auch auf das Zwischenmenschliche, dass es sozusagen extrem nachhaltig ist, was hier entsteht. Die Reihe besteht aus 5 Teilen und es sind 5 Theatermethoden, von der Improvisation über Musiktheater zum Schattentheater bis hin zum Inszenieren. Also am letzten Wochenende zeigen wir den Teilnehmern Möglichkeiten, wie sie selber Stücke auch auf die Bühne bringen können. Ich bin von Afghanistan geflüchtet und seit ich bin mit der Erdkarte und seit ich mache die Workshop oder Theater spielen. Ich habe viele Neues geübt und gelernt. Da wir verschiedene Leute haben, die was essen können, gibt es dann immer unterschiedliche Gerichte. Ja, ich bin hier, um viel zu bewegen und mir einerseits was Gutes zu tun und mich weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite auch befähigt zu werden, das vielleicht auch ja, woanders einsetzen zu können und da auch wieder was zu bewegen. Das sind lauter kleine leckere Häppchen und ich weiß gar nicht, was ich ohne diese Workshop-Reihe machen würde. Das ist einfach so toll. Also ich bin total begeistert, Ende Gelände. Anders kann man es nicht formulieren. Ne?